Zürcher Zoo auf dem Weg zum Naturschutzzentrum. Die neue Masoala-Halle, was die Tiere im tropischen Regenwald bewirken sollen. Der Zootierarzt und seine Schützlinge. Das Kopfweh des Silberrückens. Gorillas, Orang-Utans und ihre Pfleger. Über den Sinn von Zuchtprogrammen. Und in Swissmade der Bärengraben. Was sollen Tiere in Zoos? Leiden sie, weil sie zur Schau gestellt werden? Sollten sie nicht draußen in der Wildnis bleiben können? Haben Zoos heute überhaupt noch eine Existenzberechtigung? Ich denke, Zoos waren in der Vergangenheit und sind auch heute immer ein Spiegel unserer Gesellschaft. Zoos waren und sind auch immer Kulturinstitutionen, gemacht vom Menschen für den Menschen. Was wir wollen mit dieser Kulturinstitution, ist etwas für die Tiere und die Natur erreichen. An Sensibilisierung der Menschen hier in unserem Umfeld und mit dieser Sensibilisierung und über diese Motivation etwas erreichen zur Erhaltung von Natur und Tierwelt. Mit der neuen Masoala-Halle hat auch der Zürcher Zoo ein Zeichen gesetzt, wohin sich Zoos entwickeln müssen, wenn sie langfristig überleben und auch in Zukunft eine Existenzberechtigung haben wollen. In Partnerschaft mit dem madagassischen Nationalpark Masoala hat man hier ein Stück tropischen Regenwald rekonstruiert. Den Tieren soll ein Leben in möglichst naturgetreuer Umgebung mit feuchtheißem Klima geboten werden. Dem Besucher will man ein sinnliches Erlebnis vermitteln, das Denkanstöße auslöst. Wichtigster Faktor dabei: Also wenn wir uns das Ziel gesetzt haben, eben Leute zu motivieren, zu sensibilisieren, als Ziel, sie für den Naturschutz zu begeistern, dann glaube ich, ist ganz entscheidend, dass unsere Methoden, dies zu erreichen, gut sind. Und die wichtigste Methode, das wichtigste Mittel, mit dem wir das machen, sind unsere lebenden Tiere. Und in diesem Sinne ist es auch ganz entscheidend, dass unsere Tierhaltung optimal ist. Wir haben hier keine Wildnis, so wird nie Wildnis sein, aber es muss unseren Tieren in unserem Umfeld gut gehen. Mitentscheidend dabei ist die Ernährung. In der Futterküche werden täglich 1,5 Tonnen Futter vorbereitet. An Vögel, bestimmte Kleinkatzen oder etwa an Fischotter werden jährlich über 20.000 tiefgefrorene Mäuse verfüttert. Grundsätzlich soll das abgegebene Futter möglichst dem entsprechen, was die Tiere auch in der freien Wildbahn vorfinden. Was davon in unseren Breitengraden nicht erhältlich ist, gilt es möglichst gleichwertig zu ersetzen. So bekommen die Löwen heute unter anderem Kaninchen, welche die von ihnen gejagten Sambarhirsche ersetzen und einen ähnlichen Nährwert haben. Gewisse Futtertiere, wie zum Beispiel ein Teil der Mäuse, werden in der Futterküche selber gezüchtet. Entscheidend ist, dass man die Zootiere nicht, wie in der Vergangenheit oft geschehen, überfüttert. Darum werden heute, wie in der freien Natur, wo die Tiere ja auch nicht immer Futter finden, unregelmäßig Fasttage eingeschaltet. Dies gilt auch für die Tiger, denen heute neben Kuhfleisch auch noch 40 Ratten geliefert werden müssen. Zwei Runden müssen pro Morgen gefahren werden, um das Futter im ganzen Zoo zu verteilen. 350 Kilogramm Heu werden Tag für Tag verfüttert. ...1800 Tiere müssen versorgt werden. Hallo.
Im Menschenaffenhaus wartet man noch auf eine Lieferung Früchte und Gemüse. Mit dem Futterwagen unterwegs ist Alfred Siedler, einer von 55 Tierpflegern, die im Zürcher Zoo beschäftigt sind. Turnusgemäß macht er heute seinen Job für die Futterküche. An anderen Tagen ist er im Menschenaffenhaus anzutreffen und muss, wie hier seine Kollegen, die Innenkäfige reinigen. Heute gilt es, möglichst schnell mit der Auslieferung des Futters vorwärts zu kommen. Aber ein bisschen fest dort drüben. Paul Bosshardt ist verantwortlich für die Gorillas und die Orang-Utans. Erst seit 2 Jahren ist er hier fest im Menschenaffenhaus. Seine neuen Schützlinge sind ihm sehr schnell ans Herz gewachsen. Orang-Utans und Gorillas sind in Zürich im gleichen Haus, selbstverständlich aber in verschiedenen Anlagen untergebracht. Um den Tieren möglichst viel Raum zu geben, sind die hinteren, für den Besucher nicht sichtbaren Abteile der Käfige, wenn immer möglich, für die Tiere offen. Siebenmal am Tag wird im Menschenaffenhaus gefüttert, auch um die Tiere möglichst oft zu beschäftigen. Der Silberrücken ist das einzige erwachsene Männchen bei den Flachlandgorillas, die haremsartig leben, auch hier im Zoo. Insgesamt leben in Zürich heute 9 Flachlandgorillas. Sie sind alle in Zoos geboren. Soziale Verhaltensweisen, die sich zum Beispiel bei der Futterverteilung zeigen, können auch in Zoos gelernt und ausgelebt werden. Die charakterlichen Unterschiede der einzelnen Tiere sind groß. Der Umgang mit ihnen will gelernt sein. Es gibt keine einfachen Tiere. Das ist, es kommt darauf an, jeder hat seinen eigenen Charakter. Ich auch. Wenn ich am Morgen komme, merken sie, wie ich aufgelegt bin. Also ich sollte so immer gleichmäßig aufgelegt sein, gut. Bei ihnen kommt es darauf an, zum Beispiel, ob Vollmond ist, ob Leermond ist oder ob bei uns hinten auf der Wiese die Goa-Party war, die letzte Nacht. Dann ist er sauer, der Silberrücken ist sauer, hat Kopfschmerzen, hält den ganzen Tag den Kopf und ist sauer auf mich. Außerordentlich wichtig für jeden Zoo ist die Quarantänestation. Jean-Michel Hatt ist seit 2 Jahren Zootierarzt und leitet sie. Hier werden alle neuen Tiere mindestens 30 Tage einquartiert, bevor sie in den Zoo kommen. Man muss 100% sicher sein, dass keine Krankheiten eingeschleppt und andere Tiere angesteckt werden. Die Quarantänestation wird in Kooperation mit der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Zürich betrieben. Jean-Michel Hatt soll in erster Linie dafür sorgen, dass die Tiere im Zoo nicht krank werden. Trotzdem ist es hier und da notwendig, dass er mit seinem Köfferchen ausrückt. Sein erster Besuch gilt heute dem Exotarium. Hier sind Pinguine, Fische und Reptilien untergebracht. Untersucht werden muss eine Anaconda, eine Riesenschlange, die bis zu 9 Meter lang werden kann und bevorzugt im Wasser lebt. Diese hier hat einen Hautpilz eingefangen, der vor einer Woche mit einer Salbe behandelt wurde. Die anderen haben das nicht, oder? Das ist nur die. Wichtig ist für den Zootierarzt, dass die Tierpfleger ihre Schützlinge genau beobachten, Veränderungen möglichst umgehend melden. Interessant bei allen Reptilien, obwohl die Haut beschuppt und zum Teil auch verhornt ist, nehmen sie aufgetragene Medikamente, sprich Salben, sehr gut auf. Bei schmerzhaften Untersuchungen müssen Reptilien narkotisiert werden. Bei der Anaconda ist nur noch ein Blick ins Maul vonnöten. Geprüft wird, ob sie im Maul Anzeichen einer Infektion hat. Infektionen im Maul sind häufig bei kranken Schlangen. Und ich wollte einfach sicher sein, bevor sie es jetzt zurückgeben, dass sie wirklich da nicht jetzt Anzeichen einer Maulfäulnis macht, die als Folge eventuell einer solchen Erkrankung an der Haut oder im Zusammenhang mit so einer Erkrankung in der Haut auftritt. Und das habe ich jetzt noch schnell ins Maul geschaut. Aber die Wunden sind schön abgeheilt, diese Krusten hier.
und werden mit der nächsten Häutung wird sich das dann so weit noch auskurieren, dass man überhaupt nichts mehr sieht. Ein Stockwerk weiter unten in den Aquarien würde eine Behandlung schwieriger. Einzelne Tiere sind nur beschränkt behandelbar. Ist ein Fisch krank, so müssen zumeist alle Fische eines Beckens gemeinsam behandelt werden. Wichtig für alle Lebewesen in Aquarien, die Wasserwerte müssen stimmen. Erhöhte Atemfrequenz, Kopfschütteln, erschrecktes Umherschießen, Gleichgewichtsstörungen sind bei Fischen Anzeichen einer Erkrankung, die es genau zu beobachten gilt. Auch das Futter muss natürlich stimmen. Ein Spezial-Grillen-Menü erhalten die Schützenfische. Sie haben ihren Namen nicht umsonst erhalten. Mit raffinierter Technik jagen sie, aus dem Maul Wasserpfeile spritzend, ihre Beute. Zwar ist nicht jeder Spritzer ein Treffer, aber es dauert keine 10 Minuten, bis sämtliche Grillen verzehrt sind. Seit 2 Jahren hat der Zürcher Zoo ein neues Tigergehege. Jacqueline Schroch ist mit einer Futterkiste voll Ratten unterwegs. Nur Rejef und Cora sind, nachdem sie die Nacht im Freien verbracht haben, kurz eingestallt. Grundsätzlich gilt für die Zootierhaltung, die Tiere sollten ihr angeborenes Verhaltensrepertoire möglichst vollständig ausleben können. Je genauer ein Gehege den natürlichen Lebensraum abbildet, desto wahrscheinlicher enthält es die für das Tier wichtigen Elemente. Auch der beste Zoo kann jedoch viele Herausforderungen, denen ein Tier in der freien Wildbahn ausgesetzt ist, nicht bieten. Die Entfaltung von Fortpflanzung, Sozial- und Ernährungsverhalten können jedoch gefördert werden. Das sind Futterboxen, die elektronisch laufen. Die haben eine Zeitschaltuhr und jetzt sind sie fixiert. Das ist so ein Animieren für den Tiger, damit er die Boxe dann beim gewissen Zeitpunkt, eine Zeitspanne, ist sie dann nicht gesperrt. Und das muss er herausfinden, dass sie offen ist und mit der Tatze dann aufmachen. Was hier verspritzt wird, ist Parfüm. Es ist nicht immer das Gleiche und soll die Tiger animieren, ihre Umwelt des Öfteren von Neuem zu erkunden. Auf dem Weg zur Tigeranlage ist auch Zootierarzt Jean-Michel Hatt. Tierpfleger Urs Löffel hat beobachtet, dass der jüngste Spross bei den Tigern einen kleinen Riss in einem Eckzahn hat. Wie geht's mit dem Zahn? So weit? Ich sehe kein Problem. Er frisst normal. Ist aktiv. Es sieht nicht aus, wie es ihm wehtun würde. Ja. Schmerzen hat er also offenbar keine. Und auch beim Fressen stört der Riss oben links den jungen Koto nicht. Vater Nurejew kam vom Zoo in Helsinki in den Zürcher Zoo. Seine Großeltern waren noch Wildfänger. Mutter Cora ist ein solcher Wildfang und ist noch vor Nurejew über Moskau nach Zürich gekommen. Tiger werden in Zürich seit der Eröffnung des Zoos im Jahr 1929 gehalten. Über 50 Tiere wurden seither hier geboren. Cora hat im europäischen Erhaltungszuchtprogramm als Wildfang einen hohen Stellenwert. Nurejew steht ziemlich weit unten in der Rangliste. Jetzt standen wir da auf. Sohn Koto ist für das Erhaltungszuchtprogramm nicht von Bedeutung. Trotzdem muss ein Zahnproblem möglichst rasch und vor allem wie hier ohne Narkose abgeklärt werden.
Wenn die Zahnhöhle eröffnet ist, können Infektionserreger in den Zahn hinein, in den Oberkiefer in dem Fall dann nachher, und können eine Infektion machen. Und das wäre dann problematisch, das müsste man operieren, in Narkose natürlich. In dem Fall eben konnte man das jetzt sehr schön ohne Narkose machen. In vielen Fällen muss man aber leider das Tier narkotisieren. Für das Wohlergehen von Koto und allen anderen Tieren im Zürcher Zoo ist ein Mann der Hauptverantwortliche. Chefkurator Robert Zink. Der Zoologe befasst sich permanent mit möglichen Verbesserungen zur Haltung der Tiere. Ein Lernprozess, der, wie er betont, nie abgeschlossen sein wird. Dazu ist er auch immer wieder mit Entscheidungen und Fragen zur Zucht konfrontiert, auch bei den Tigern. Es gab ursprünglich 8 Unterarten von Tigern. 3 sind bereits erfolgreich ausgerottet, 2 stehen relativ nahe davon. Davor, es gibt eine Tigerunterart, die noch in einer größeren Stückzahl vorhanden ist, der Bengaltiger. Und die größte Unterart, der Amur-Tiger, da geht man davon aus, dass im Freiland je nach Zählmethode vielleicht noch 350 bis 450 Tiere vorhanden sind. Innerhalb von Zoos, innerhalb eines internationalen Zuchtbuches, sind über 700 Tiere eingetragen. Und das Ziel dieser Zoopopulation ist es effektiv, dass man das genetische Potenzial, das die Tiere, die ursprünglichen Gründertiere in diese Population eingebracht haben, dass das man über einen Zeithorizont von 100, 150 Jahren zu einem möglichst hohen Prozentsatz erhalten kann. Die Wiederaussiedlung, vor allem von Primaten und Raubkatzen, ist schwierig. Meist seit Generationen in Zoos haben sie Wissen, das sie brauchen, um in der freien Wildbahn zu überleben, verloren. Traditionelles Wissen wie, wo sind gute Nahrungsplätze, welches ist die richtige Jagdtechnik, wer ist ein Feind, welche Wege führen von A nach B, das und noch viel mehr müsste Nureyev erst lernen, bevor er in die freie Wildbahn ausgesetzt werden könnte. Ja, braver Boy. Ja. Schwanz rein, jawohl. Dazu kommt noch ein anderes Problem, das mit den Tieren und den Zoos nichts zu tun hat. Was die Zoos vielfach machen, sind, sie betreuen Ersatz- oder Reservepopulationen. Damit man wirklich, wenn es mal nötig wäre, oder die Chance sich ergibt, auch Tiere wieder in die freie Wildbahn entlassen werden. Nicht alle Tiere, die im Zoo leben, sind im Hinblick auf eine Freilassung im Zoo. Das geht gar nicht. Also es gibt ein paar ganz schöne Beispiele, wo eine Wiederansiedlung funktioniert hat. Aber das bedingt, dass der Lebensraum intakt ist. Das bedingt auch, dass die Ursachen, die zu einer Ausrottung geführt haben, behoben werden konnten. Also die Jagd zum Beispiel bei der arabischen Oryx, der Lebensraum, diese Wüstengebiete bestehen noch. Man kann die Jagd, wenn es gut geht, eindämmen und dann hat man eine Chance, die Tiere wieder auszusetzen, wurde auch erfolgreich gemacht. Aber wenn sie dann in einem Lebensraum, der zerstört ist, Tiere aussetzen wollen, dann geht es nicht mehr. Spitzmaulnashörner gehören zu den meistgefährdeten Großtierarten Afrikas. Hauptgrund ist nicht der zerstörte Lebensraum, sondern die Jagd auf ihre Hörner. Der 8-jährigen Wanda wurde über das Erhaltungszuchtprogramm der 16-jährige Parky aus dem Zoo in Chester zugeteilt. Die Weltpopulation der Spitzmaulnashörner wird auf ca. 2500 Individuen geschätzt. Die meisten von ihnen leben unter Schutz auf afrikanischen Farmen. In der freien Wildbahn findet man nur noch ganz wenige Exemplare. Dr. Hutt hat heute noch einen speziellen Auftrag. Er führt ihn zu einer Tierart, die vor 200 Jahren durch systematische Bejagung beinahe ausgerottet worden wäre. Der Bestand der nordamerikanischen Präriebisons ist dank einem 1904 gestarteten Zuchtprogramm heute wieder auf über 350.000 Tiere angewachsen. Von oben her schiessen. 2 ausgewachsene Jungtiere sind an einen privaten Halter verkauft worden und sollen für den Transport in 2 Tagen eine Beruhigungsspritze erhalten. Grundsätzlich will man möglichst allen Tieren im Zoo die Freiheit lassen, sich fortzupflanzen.
Die Platzierung von überzähligen Tieren ist allerdings nicht bei allen so einfach, wie hier bei diesen guten Fleischproduzenten. Wo gegen raus schaut. Und der da? Das Spritzen mit dem Blasrohr stresst die Tiere praktisch nicht. Schon nach wenigen Augenblicken fressen sie ruhig weiter. Da in der Ecke. Da unten geht's, hm? Gut. Die Bisons gehören heute nicht mehr zu den stark gefährdeten Arten. Ganz im Gegensatz zu den Galapagos-Riesenschildkröten. Sie werden in Zürich, als einzigem Zoo in Europa, seit 14 Jahren mit großem Erfolg gezüchtet. Allerdings ist die Anzahl der Tierarten, die durch Zucht in den weltweiten Zoos erhalten werden können, gering. Natürlich ist das, was wir machen können, wenn wir wissen, dass heute pro Tag zwischen 70 und 100 Arten verschwinden auf dieser Erde. Das ist ein unheimlich viel. Das sind in 50 bis 100 Jahren die Hälfte der Tierwelt, die heute auf dieser Erde leben. Dann ist die eine oder die zwei oder drei Arten, die zoologische Gärten wären pro Jahr vielleicht erhalten können, Maßnahmen machen können, ist das wenig. Aber ich bin der Meinung, dass es sich lohnt, für jede Art zu kämpfen, wenn es irgendwie geht. Kämpfen will der Zürcher Zoo auch mit der neuen Masoala-Halle. Gekämpft werden muss hier in Zürich und gekämpft werden muss auch vor Ort. In der Region des Masoala Nationalparks. Die Lebensräume für die roten Wari, die man nur in Madagaskar findet, müssen erhalten bleiben. Madagaskar ist ein armes Land. Die fortschreitende Abholzung des Regenwaldes ist auf der Halbinsel Masoala ein großes Problem. Der Regenwald ist eben nicht wertlos, sondern das Holz verspricht ein für madagassische Verhältnisse sehr interessantes Einkommen. Über 300.000 Dollar jährlich werden benötigt, um die Projekte zur Erhaltung des Nationalparks zu finanzieren und diesen zu betreiben. In Zürich werden hierfür unter anderem madagassische Produkte verkauft. Und es wird auch zu Spenden aufgerufen. Wir haben uns als Ziel gesetzt, hier 100.000 Dollar dieser 350.000 beizubringen über unser Projekt. Ich hoffe sogar, dass es noch etwas mehr wird. Aber wir denken, dass wir sicher diese 100.000 Dollar pro Jahr zusammenbringen. Das kann nur ein Zusammenarbeitsprojekt sein. Also der Zoo kann nicht allein diesen Nationalpark tragen. Im Moment arbeiten wir mit der Wildlife Conservation Society dort, die mithilft, das zu tragen. Aber Ziel ist es, eine Verbindung aufzubauen, mit der Nationalpark zusammen mit unseren Beiträgen und den eigenen wirtschaftenden Erträgen nachher langfristig erhalten werden kann. Rund 14.000 exotische Bäume und Pflanzen sind in der 11.000 Quadratmeter großen Halle angepflanzt worden. Bis anhin haben sie sich gut entwickelt. Dass Schädlinge auftauchen, ist normal. Sie werden mit geeigneten Nützlingen bekämpft. Damit die Pflanzen gedeihen, müssen die Klimabedingungen in der Halle stimmen. Eine Lufttemperatur von 20 bis 30 Grad ist gefragt. Und die Luftfeuchtigkeit muss mindestens 80% betragen. Auch tropischer Regen muss fallen, mit durchschnittlich 6 mm pro Tag. In Kooperation mit dem Masoala Nationalpark wird in Madagaskar seit kurzem eine kleine Baumschule aufgebaut. Bis heute stammt nur ein geringer Teil der Bäume von dort. Die ganz großen Bäume, die stammen aus Baumschulen. Nun gibt es in Madagaskar keine Baumschulen. Es gibt auch keine Infrastruktur, um solche große Bäume aus Madagaskar herauszunehmen. Und wir wollten nicht Regenwald roden, um Großbäume hierher zu bringen, sondern wir haben geschaut, in welchen Baumschulen madagassische Arten oder ganz eng verwandte Arten vorhanden sind. Und die Großpflanzen, die stammen aus Baumschulen in Florida, in Malaysia und in Thailand. Und die kleinen Bäume, das sind jetzt gegenwärtig 2300 Jungbäume, die kommen aus unserer Baumschule in Madagaskar und denen werden wir langfristig Platz machen. Die meisten Tiere in der Masoala-Halle stammen wie die roten Wari aus Zoos.
Die Taggeckos, in Madagaskar weit verbreitet, wurden allerdings von dort hierher gebracht. Die Tiere sind für die Zuschauer, anders als bei herkömmlichen Zooanlagen, oft gar nicht so leicht zu entdecken. Gespannt verfolgt man beim Zürcher Zoo, wie sich die Tiere hier einleben. Und man hat auch eine Idee davon, wie es hier in 10 Jahren aussehen wird. Es wird sicher noch dichter werden von der Vegetation her, mehr oder ähnlicher einem Regenwald auch. Dann werden wir in 10 Jahren sicher auch mehr Tierarten noch haben. Das ist auch ein Prozess, der natürlich weitergeht. Ob man die dann besser sehen wird, ist dann die andere Frage. Aber also sicher die Ähnlichkeit zum natürlichen Habitat, die wird noch gesteigert. Meter hoch hat man gebaut, damit sich der tropische Regenwald auch richtig entwickeln kann. Der Zustrom an Besuchern im Zürcher Masoala Regenwald ist seit der Eröffnung sehr groß. An gewissen Tagen wollen über 7000 Menschen die exotischen Tiere sehen und das neue Regenwald-Feeling in Zürich erleben. Dabei hat sich schon so mancher Besucher gefragt, ob sich die Tiere nicht aufgrund der durchströmenden Menschenmassen so weit zurückziehen, dass sie nur sehr schwer entdeckt werden können. Die Tiere gewöhnen sich sehr wohl an die Menschen. Das ist unabhängig. Die sind sehr unabhängig von der Anzahl der Besucher, wo sich die aufhalten. Die realisieren ganz genau, dass die Besucher gehören zu ihrem Umfeld. Wir wissen beispielsweise, wir hatten eine Zeit lang bei unseren Menschenaffen das Haus zu, aus baulichen Gründen. Wir haben gesehen, in dieser Zeit sind die Konflikte gestiegen. In dieser Orang-Utan-Gruppe während dieser Zeit stiegen die Konflikte. Die Besucher werden durchaus betrachtet von unseren Tieren. Die gehören zu ihrem Umfeld. Wir müssen daran denken, dass alle diese Tiere fast zu 100% sind in Zoos geboren. Das ist ihr Leben. Ihr Leben, wenn wir den Besucher wegnehmen, nehmen wir ihnen etwas weg. Letztes Jahr hatte man im Zürcher Zoo erstmals in der Geschichte über 1 Million Besucher. So viele braucht man auch in Zukunft, will man alle Projekte finanzieren, die man hat. Will man die zum Teil über 70 Jahre alten Anlagen, die auch von Publikumsseite her immer wieder kritisiert werden, durch neuere, artgerechtere ersetzen. Vor kurzem investiert hat man in den Zolino, der mithelfen soll, die jüngsten Besucher von klein auf an die Tiere, die Sache der Tiere zu binden. Ansonsten im Zürcher Zoo verpönt, darf hier nach Herzenslust gestreichelt und auch spezielles Zolino-Futter verteilt werden. Egal welchen Alters, die Besucher, so ist man überzeugt, müssen emotional abgeholt werden. Ich bin der Meinung, dass wenn die Besucher zu uns kommen, dann muss auch das Gefühl da sein, den Tieren geht es gut. Die Haltung ist gut. Dann ist man auch bereit, weiteres zu lernen in Bezug auf den Naturschutz. Wenn es dann aber heißt, ach, dieser arme Tiger, der geht noch im Kreise herum, dann können wir unsere eigentliche Aufgabe, eben für den Naturschutz zu sensibilisieren, gar nicht wahrnehmen. Wir kommen gar nicht dorthin. Und deshalb gibt es natürlich auch bei uns Anlagen, die wir gerne lieber noch heute als morgen in moderne, sehr tiergerechte Anlagen umbauen wollen. Beispielsweise beim Löwen oder beispielsweise auch müssen wir Weiterentwicklung machen bei unseren Menschenaffen. Also da gibt es schon noch Aufgaben, die da sind für die Zukunft. Ein kleiner Bub, aber ein großer Blöffel. In allernächster Zeit werden sie noch im Menschenaffenhaus bleiben müssen. Mhm. Paul Bossart und die Flachlandgorillas. So, jetzt kommt ein Gola noch.
Vielleicht können wir von Ihnen und Ihrer Beziehung etwas lernen. Nämlich, dass wir nur das erhalten, was wir auch lieben. Und letztlich schätzen und lieben wir nur das, was wir auch kennen. Das ist schön, dass du mir geschüttet bist. Sie sahen Zürcher Zoo auf dem Weg zum Naturschutzzentrum. Die Kassette dieser Sendung ist erhältlich bei NZZ Format, Postfach 8021 Zürich oder per Fax 01 262 38 14 oder über Internet. Der Bärengraben, gleich in Swissmed. Er steht unter Denkmalschutz. Der Bärengraben von Bern. Aber eigentlich ist er ein kleiner Schandfleck in der Bundeshauptstadt, wie nicht nur viele Touristen immer wieder bemerken. Auch im Gemeinderat spürt man Handlungsbedarf. In der Berner Exekutive engagiert man sich für einen neu zu schaffenden Bärenpark. Das Denken hat sich gewandelt und wir haben auch immer wieder Reaktionen dazu. Zum Beispiel, Bern ist eine wunderschöne Stadt, wir besuchen sie gerne. Aber bitte zum Bärengraben müssen Sie sich etwas Neues einfallen lassen. Das Denken hat sich gewandelt, auch das Verhältnis zum Tier. Nach der Sage sollen die Gründerväter der Stadt Bern 1191 die Stadt nach dem ersten Tier, das erlegt wurde, benannt haben. Bären nicht nur im Wappen, sondern auch in Gräben gibt es in Bern seit dem 15. Jahrhundert. Am Wappentier als solchem hat man sich in Bern nie gestört. Doch der Graben stört je länger je mehr auch die einheimische Bevölkerung. Das war nicht immer so. Seit Ostern herrscht über die Mittagszeit Großandrang beim Berner Bärengraben. Groß und klein wollen einen Blick tun in eine drollige Bärenstube. Ursula, die brave Mutter der drei Bärenkinder. Ein kleiner gerne groß und zwei Raufbolde. Ohrfeigen im Dutzend billiger. Der Hosenlupf aber endet im leeren Wasser. Aber da ist noch Bärenvater Henny, der einem aus der Patsche hilft. Seit 1857 befindet sich der Bärengraben am jetzigen Standort. Morgen! Sie sind da. Sali Delia. Ciao, Meiti. Ciao, Sali Pedro. Zu Zeiten haben hier bis zu 25 Bären gelebt. Heute sind es noch 4. Karin Bösch ist des Öfteren im Bärengraben anzutreffen. Sie ist Tierpflegerin im Berner Tierpark Delhölzli, zu dem der Bärengraben seit 1937 gehört. Vor 8 Jahren hat man hier zum letzten Mal saniert. Nochmals 2 Millionen Franken in das Berner Wahrzeichen investiert. Die Anlage ist heute aus tierhalterischer Sicht zwar vertretbar, aber an der Grenze. An der Grenze ist sicherlich die Fläche, vor allen Dingen Kleingraben. Das wird so einfach nicht mehr akzeptiert und das ist für die Bären auch zu wenig. Was mehr ein Problem des Menschen ist, dass die Bären in Gräben sind. Also diese Präsentation eines unterworfenen Wildtieres. Das wird von den Menschen nicht akzeptiert, den Bären ist es egal. Aber das ist auch eines der Sachen, die verschwinden müssen. Anfangs dieses Jahres hat ein Projektteam den Wettbewerb zur Neukonzipierung eines Bärenparks lanciert. Dort sollen die Bären schon in naher Zukunft ihre individuelle Tagesrhythmik entwickeln können, auf Futtersuche gehen, wann sie wollen, sich zurückziehen oder zum Beispiel auch in Höhlen überwintern. Entstehen soll der Bärenpark gleich neben dem heutigen Bärengraben auf diesem Hang an der Aare.
Die Bären sollen dabei auch das kühle Nass genießen können. Etwas Einmaliges soll entstehen. Die größte und tiergerechteste Bärenanlage in der Schweiz. Berner Bären auf Naturboden in der Aare fischend, für die Besuchenden gut zu sehen, zu beobachten. Das Erlebnis eines echten wilden Bäres mitten in einer Hauptstadt, das gibt es nirgendwo auf der Welt. Der alte Bärengraben als Kulturgut von nationaler Bedeutung soll dabei erhalten bleiben. Ansonsten sind den Fantasien der Wettbewerbsteilnehmer nur wenige Grenzen gesetzt. Füttern darf man im neuen Bärenpark dann allerdings nicht mehr. Kommt das Projekt zustande, und daran haben eigentlich alle Projektmitglieder keine Zweifel, so beschäftigt, ob der dann großen Bärenfreiheit, dennoch eine Sorge. Ich glaube, ein Anliegen werden wir erfüllen müssen, dass man natürlich auch mit diesem Bärenpark die Bären sieht. Nicht, dass man da die Bären suchen muss. Aber ich denke, da werden sich Lösungen finden, dass man auch diese Bären nach wie vor besichtigen kann. Allerdings nicht mehr in einem Graben, sondern in freier Natur, in ihrer natürlichen Umgebung.